Nächste Aufgabe ist natürlich, wenn ihr auf Ratik auf dem neuen Server jetzt eine Gilde sucht. Ja, wir haben immer noch Platz, ja, 58 von 100 Mitgliedern. Ja, ihr kriegt hier solche Blutsteine oder hier diese Symael-Blutsteine, die können auch beim Händler eintauschen gegen Upgrade-Materialien und daher macht es immer wieder Sinn, auch eine Gilde, ja, zu haben und diese tägliche Spende zu machen, vielleicht auch bei den wöchentlichen Aufgaben zu helfen und sowas. Ne, also, falls ihr da Fragen habt, dann einfach rein damit in den Chat. Wir nehmen gerne auf. So, und ihr seht hier von dem Kundi her, der hat 1585, hier ist einer mit 1556. Ja, ich bin halt dann doch relativ low jetzt schon bei, ne, bei einigen hier so. Aber ja, ich versuche mich zu verbessern. Okay, so, jetzt aber endlich mal wieder Story. Was muss ich machen? Und zwar, wir haben ja hier den Abenteuerfoliant in Punica und ihr seht, der ist erst bei 60%. Ja, mir fehlen viele, viele Geschichten. Mir fehlt, wie eben gesagt, ganz viel von diesem ganzen Obstzeug und Kochenzeug. Sammel-Items sowieso, ja. Ich kille hier zu wenig Leute. Deshalb muss ich das auch noch tun. Und dann natürlich, ja, diese Beziehungssache. Ja, ja. 8 Leute muss ich in der Beziehung hochkriegen. Und deshalb ist eine tägliche Routine hier immer zu flirten. Ja, immer zu diesen ganzen Figuren hier zu gehen. Bei der hier habe ich echt das Problem, dass ich diese beiden Lieder noch irgendwo herkriegen müsste. Ja, ihr seht, Phaeton müsste ich den Abenteuerfoliant noch hochkriegen. Dann würde ich dieses Lied hier hinkriegen. Das Problem ist, Phaeton mache ich im Moment gar nichts. Ja, ich habe keinen Charakter in Phaeton. Das heißt, dieses Lied kriege ich noch lange nicht. Und hier Shangra, ja, da müsste ich mal irgendwann nach Shangra. Dann könnte ich auch hier mal für sie Musik spielen. Aber mir fehlen also, wie gesagt, hier noch 2 Lieder, um sie glücklicher zu machen. Bei ihr dauert es, glaube ich, also sozusagen am längsten hier, bis ich dann vielleicht mal nach Shangra komme. Ja, ja, da weiß ich aber nicht, wo das ist. Da gehe ich erstmal nicht hin. Und diese Dinger hier werde ich bei ihr nicht ausgeben. Ja, das sehe ich nicht ein. Das gebe ich erst später aus, wenn ich dann irgendwann auf den Abenteuerfolianten davor unterwegs bin, weil ich möchte diese hohen Beziehungs-Items immer erst da ausgeben, wo ich kurz vor Schluss bin, ja, also hier bei Avel. Ja, da wäre mir das lieber, das Beziehungs-Item auszugeben, weil dann komme ich auch hier, ihr seht, ne, außer das Geheimnis der Majestät und Avele. Ja, okay, hier fehlt mir auch noch eins. Na, das war's, ne? Also ein Sammel-Items, ein Geheimnis ihrer Majestät, eine Beziehung und schon bin ich auf 100% in Nordwern. Und so gucke ich das immer, ja? Ich gucke immer, dass ich die hintereinander alle abgegradet kriege. Deshalb, ja, hier mache ich jetzt meine netten Gespräche. Ich will halt auch nicht immer zu dem jeweiligen Kontinent fliegen oder fahren oder porten. Deshalb muss Avele jetzt auch ein bisschen warten, ja, weil ich hier ja gerade auf Punica bin. Ach so, bei der sind wir gerade in der Beziehungsquest, die wir jetzt gleich machen. Moment, kann ich euch auch zeigen hier, die richtige Balance. Sternensandstrand, überprüfe die tropische Plantage mit ihr hier. Das ist ja so eine Heilerin, die möchte mit uns dahin. Am nächsten Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, ob die Server online sind oder nicht, gibt es dann wieder Raid. Ja, und sobald wir dann den Belshazzar Raid fertig haben, können wir nach Voldis. Darum müssen wir heute mal Plekia fertig haben, damit wir dann den nächsten Kontinent bereisen können. Ja, also Plekia ist gleich angesagt. Ja, wir sind ja gerade erstmal 50 Minuten. 50 Minuten aufräumen geht ja eigentlich, oder? Das ist ja gar nicht mal so viel. Das ist ja besser als zu Hause. Was ist eigentlich mit Panda und Opa? Lange nicht gesehen. Also Opa Rainer, der guckt oft zu, schreibt nicht mehr viel. Aber Opa Rainer, dem geht's, glaube ich, ganz okay. Gut, weiß ich jetzt nicht, weil er musste halt jetzt auch umziehen und sowas alles. Und ja genau, da kann er auch nicht so viel online gehen. Opa Rainer ist, wie gesagt, schon etwas älter und dementsprechend, genau,
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, weil er hat es mir natürlich gesagt, aber er ist jetzt wohl im Pflegeheim oder Altenheim oder so, aber ich glaube, da hat er, glaube ich, nichts gegen. Auf jeden Fall geht es ihm ganz gut. Er ist halt jetzt schon was älter und schön, dass er auf jeden Fall hier immer noch zuschaut. Also da alles soweit okay. Bei Panda Teddy, ja, Panda Teddy ist einfach auf einmal nicht mehr da. Ich weiß nicht, was er macht. War vorher auch ein sehr fleißiger Zuschauer, aber das passiert ab und zu bei den Zuschauern, ne? Da muss man einfach sagen, hier, wir hatten ja auch Miramis, die viel da war. Die hatte dann gesundheitliche Probleme an der Hand und konnte dann nicht mehr so viel am Computer hängen und sowas. Hat dann ab und zu noch ein bisschen ESO gespielt, aber deshalb guckt die auch nicht mehr so viel zu. Also, ja, passiert bei jedem, ne? Dann habe ich viele Arbeitskollegen, die am Anfang zugeschaut haben, als ich World of Warcraft gespielt habe. Jetzt gucken die halt nicht mehr, weil Lost Ark die gar nicht anturnt. Ich habe nur gute Laune. Ja, das ist so. Also, man hat immer unterschiedliche Zuschauer mit unterschiedlichen Interessen und ja, deshalb alles gut. Ja, und du bist ja auch auf jeden Fall ein sehr treuer Zuschauer, Zuschauerin, Zuschauende, Zuschauenden. Heutzutage muss man echt aufpassen, wie man es sagt. Ach nee, dieses Gender-Wahnsinn-Zeug, du. Alles so woke, oder wie sie sagen, ne? Ja. Also ich bin da halt auch einfach eine sehr alte Generation. Ich bin ja Generation 75, ja. Wenn du 40 Jahre lang das einfach so gesagt hast, wie du dachtest, ist das halt schon anstrengend, dass du mit kurz vor 50 noch komplett den Wortschatz zu verändern und auf einmal Gewaltanwendung und Störung der Spielerinnen mit Spielenden zu sagen. Also es ist schon ein ganz komisches Deutsch auf einmal. Aber man hat halt schon viel mitgemacht, ja, auch die Rechtschreibreform bei den Kindern und so, ja, wie die auf einmal Rechtschreibung geschrieben haben und so aus dem Gefühl heraus schreiben und so. Also auch das alles war schon alles crazy. Also ist faszinierend, was alles so passiert, wenn man alt wird. So, wir brauchen Beziehungs-Items. Da sind wir ja hier richtig, ne? Punika, zack, nehmen wir mal wieder mit. Sehr schön. Ich, M und Baujahr 66. Ja, dann bist du ein Zuschauendes. Pass auf, dass du die Materialchemie. Man darf ja nicht mehr er oder sie sagen, oder? Ne? Liebe Zuschauende, sagen sie ja immer mittlerweile, oder? Ach ja, passt schon. Wir kriegen das schon hin, ne? Irgendwie einfach zocken und Spaß haben. Nicht überall jedes Wort mit der Goldwaage. Das ist echt heutzutage echt. Das ist schlimmer geworden. Das habe ich das Gefühl. Als es noch nicht so viel Social Media gab und so, war das noch nicht so schlimm, ne? Also das ist wirklich was, wo ich sagen muss, Mensch, dieses ganze, jede einzelne Diskussion, jede Nachricht und alles wird bei Twitter und so überall diskutiert und besprochen und sofort bei TikTok zehnmal veröffentlicht und so. Das ist also wirklich schlimm geworden, dass man gar nichts mehr mal aus Jux sagen kann. Ich finde das vor allen Dingen für so Komiker schwierig, ne? Komiker haben ja oft so Witze gemacht, die mal unter der Gürtellinie waren. Und wenn die heute den falschen Witz machen, dann zack, dürfen die nie mehr einen Witz machen. Dann würden denen keine Sendung mehr eingeladen. Dann für die finde ich es besonders kompliziert. Darum überlege ich auch immer, wenn ihr hier Witze anfordert, was für Witze ich denn jetzt erzähle oder welche nicht. Da habe ich dann sogar Panik manchmal, ob ich nicht die etwas zu bösen Witze erzähle oder so. Man weiß ja nie. So, und jetzt haben wir leider wieder so ein bisschen Verbindungsprobleme, ja. Komischerweise hat das letzte Woche alles, letzten Mittwoch und Donnerstag bei World of Warcraft und bei Starfield und auch beim Raid ganz gut funktioniert. Ja, da waren alle Verbindungen super gut. Das wäre nochmal schön, hier nochmal so ein paar Kristallauren sich holen zu können. Ich habe nur noch eine für 2 Wochen. Danach weiß ich gar nicht mehr, was ich mache.
ohne Kristallaura kann ich dieses Spiel nicht spielen. Das ist mir dann zu komplizierte Lauferei und so. Und dann immer das Lager nicht haben hier. Das Pad braucht man ja immer aktiv, dass es immer das Lager und reparieren und alles geht. Da wüsste ich gar nicht, wie ich das machen soll. So, jetzt haben wir aber alle Beziehungen durch. Endlich geschafft. Ha, die Hauptsache ist erledigt. Wir gehen hier hin. Ja, wunderbar. Auf geht's. Tropische Plantage. Jetzt machen wir ein bisschen Urlaub. Auf einer tropischen Plantage. Und du bist im Lurk. Ja, schön. Kriegst ja trotzdem Gari-Punkte. Guten Hunger dir. Schön, dass du dabei bist. Und hoffentlich gibt es was Leckeres. So, da ist sie wieder, Brellchaser, ne? Oder was macht sie denn da? Okay. Bevor wir nach Plekia gehen, machen wir jetzt hier diese Storyline. Ja, seht ihr das? Tropische Plantage. Die tropische Plantage ist von einer verdächtigen Aura-Umgebung. Betritt sie gemeinsam mit Nagi. Bevor wir die jetzt betreten, wir haben eine Stunde gestreamt, machen wir mal eine kurze kleine Pause. Ja? Dann gehen wir hier auf diese schöne Plantage mit Nagi und werden mit der ein bisschen Zeit verbringen. Ich muss euch aber mal für 2 Minuten in die Pause schicken. Tut mir leid, die 2 Minuten müsst ihr aushalten und danach geht's hier weiter. Beschäftigt. Bin beschäftigt. Beschäftigt. Bin beschäftigt. Beschäftigt. Bin beschäftigt. Beschäftigt. Bin beschäftigt. Thank you.
ihn beschäftigt. Beschäftigt. Bin beschäftigt. Beschäftigt. Bin beschäftigt. Beschäftigt. Bin beschäftigt. Beschäftigt. So, hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream oder mit einem weiteren Livestream oder mit der Fortsetzung des Livestreams. Genau, zu Lost Ark. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, ich hoffe es geht euch gut. Und wir machen heute die tropische Plantage hier auf Punica, ja, mit Nagi. Haben wir eine wunderschöne Beziehungsquest, damit wir die Beziehung hier fertig kriegen. Und nach dieser Quest werden wir nach Plekia gehen und den vorletzten Kontinent hier durchspielen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Und bald sind wir dann auf Voldis unterwegs. Wir brauchen 1520 als Item-Level. Und ich habe, Moment, zeige ich nochmal ganz kurz, 1515. Dürfte also klappen. Ich bleibe dran. Und wir gehen jetzt die Story hier machen. Mal gucken, was in der Plantage so passiert. Mit Nagi. Wird bestimmt romantisch. Ist eine Beziehungsquest. Muss romantisch sein. Wie geht's euch? Habt ihr guten Sonntag? Habt ihr Party? Habt ihr schon was gegessen? War da unterwegs? Gutes Wetter heute. Viel Sonne. Und da ist Nagi. Ich sehe niemanden. Wie seltsam. Ist doch nicht so schlimm. Wir sollten zuerst die Besitzerin finden. Ich sehe mich im Haus um. Du gehst am besten zur Plantage und siehst nach, ob sie dort irgendwo ist. So, verstörende Stille.
Die richtige Balance. Nagi arbeitet die Nacht durch, nachdem wir herausgefunden hatten, dass der jüngste Einfall der verwüsteten Legion die Ursache für die medizinische Krise ist. Aber verläuft der Reinigungsprozess nicht reibungslos? Was hält sie nachts wach? Und muss ich diesen Saft wirklich trinken? Also, es geht hier um Medizin für Punika. Hier waren ja viele krank und sowas alles. Und sie ist ja die Heilerin. Und der versucht mir jetzt ein bisschen hier zu helfen. Mal gucken, was hier los ist. Es gibt offenbar ein Problem. Überprüft den Klarwasserbehälter. Irgendwas ist damit los. Er ist voll und unangerührt. Okay. Und der Früchtekorb? Zum Glück sind die Früchte nicht verseucht. Was ist das? Der Korb ist voller kontaminierte Früchte. Aha, da ist doch noch jemand. Untersucht die Fußspuren. An die Nagi guckt er gerade. Was ist hier los? Sie war nicht im Haus. Ich fürchte, hier ist etwas vorgefallen, ehe wir ankamen. Sie haben das reinigende Wasser nicht eingesetzt. Sieht so aus. Auf den Früchten gibt es keinerlei Spuren von reinigendem Wasser. Ich fürchte, diejenige Person, die das reinigende Wasser geliefert hat, könnte ebenfalls befallen sein. Und wo sind eigentlich alle? Hast du irgendeinen Hinweis gefunden? Ich bin auf Fußspuren gestoßen. Mehrere Fußspuren, die in dieselbe Richtung weisen? Nein, die Verunreinigung kann nicht aus der Farm gelangt sein. Okay. Beeilen wir uns, wir müssen alle finden. Wenn die Verunreinigung aus der Farm gelangt, wird alles außer Kontrolle geraten. Dann sind alle krank, das wollen wir nicht. Wo sind sie denn alle hin? Ah, hier sind noch ein paar Fußspuren. Ja, dann sind die hier hoch. Aha, Nagi hat noch was gefunden. Sie müssen hier angehalten haben. Der Boden ist feucht. Vielleicht haben sie das reinigende Wasser eingesetzt. Das Fass enthält wohl gereinigtes Wasser. Der Behälter ist für das reinigende Wasser, ist halb leer. Anscheinend haben sie das Wasser eingesetzt, aber es hat nichts geholfen. Scheint, als hätte das gereinigte Wasser nicht funktioniert. Wenn das Spiel zu laut ist, sagt Bescheid. Ich glaube, das ist ganz okay von der Lautstärke her. War es vielleicht bereits zu spät, als sie es eingesetzt haben? Wir sollten wirklich alle finden, und zwar schleunigst. Hörst du das auch? Ich höre ein Geräusch. Es kommt von da drüben. Okay. Ja. Die hören sie ja nicht gut an. Scheinen irgendwie krank zu sein. Komm. Nicht näher. Biat sieht nicht gut aus. Für mich ist es zu spät. Alles und jeder sollte verbrannt werden. Keusch. Offensichtlich hat Biat alle hier versammelt, um zu verhindern, dass die Verunreinigung die Farm verlässt. Das sieht ja wirklich ernst aus. In solch einer Situation hilft reinigendes Wasser nicht. Vielleicht wusste Biat das, als sie alle hier versammelt hat. Sie wollte die Verunreinigung mit Feuer ausmerzen. Sie wusste, es wäre eine Katastrophe, wenn sich die Verunreinigung über Punika ausbreiten würde. Nagi sieht dich mit ernstem Blick an. Was meinst du? Was sollen wir tun, Gariane? Oh Gott, es muss einen anderen Weg geben. Ich habe gewusst, dass du das sagen würdest. Was glaubst du, warum ich die Nacht durchgemacht habe? Wir haben ein vollständig wirksames Heilmittel. Moment, dieses Zeug? Ja, das ist eine Probe des Heilmittels. Ich wollte einfach vorbereitet sein für den Fall, dass wir die dämonischen Energien nicht aufhalten können und sie sich auszubreiten droht. Ich wusste, dass das reinige Wasser nicht ausreichen würde, wenn so etwas geschieht. Als ich das erste Mal von der Verunreinigung gehört habe, habe ich direkt eine Probe davon genommen, sie nach Wern geschickt und eine große Menge des Heilmittels angefordert. Das Schiff dürfte bald ankommen. Geh zum Hafen. Ich werde der Miliz dabei helfen, alle zur Ärztin zu bringen. Bitte beeil dich.
Du wirst schon wieder. Wir werden dich heilen. Versprochen. Super. Und so schnell kann es gehen. Na, Nagi hat alles vorbereitet. Die bleiben nicht lange krank. Wunderbar. Macht doch immer Sinn, so eine Beziehung hochzuhalten. Dann sieht man immer, wie so eine Heilerin dann doch aktiv hier den Leuten hilft. Sonst hätten wir die Quest nicht, ne? Also, das ist halt das Schöne, ja. Auch solche kleine Nebengeschichten und so kommen immer nur dann, wenn man auch die Beziehungen überall hochhaut in den verschiedenen Bereichen. So, bald haben wir auch die Anmeldebelohnung hier für 90 Minuten. Boah, bald haben wir schon 90 Minuten wieder gestreamt. Heftig, wie schnell die Zeit Thema vergeht. Ach nein! Mir fehlt eine Signatur! Im Eventladen hole ich mir im Moment immer hier diese Schneiderei-Sachen, weil ich brauche diese Experten ausbessern. Ja, damit ich meine ganzen Rüstungen verbessern kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Aber ich brauche noch andere Items. Also es gibt noch ein paar Items, Orea-Sachen, die ich auch brauche, um die Rüstung zu verbessern. Aber das sehen wir alles nächsten Mittwoch. Das Geräusch war ich. Ich habe mein Stuhl... Okay, ich habe auch gerade gedacht, was hat denn Eiswindchen da gemacht? Du machst lustige Sachen, Eiswindchen. Okay, sprich mit Avele. Gut, die ist jetzt hier irgendwie. Oh, Avele ist auch mal wieder da. Du meine Güte, dich habe ich hier nun wirklich nicht erwartet. Tja, mit der müssen wir auch noch unsere Beziehung verbessern. Was für eine Freude, außerhalb von Vern ein bekanntes Gesicht zu begegnen. Wir haben so viel zu bereden, aber ich muss dieses Heilmittel so schnell wie möglich zum Dorf niederbringen. Ich bin wegen des Heilmittels hier. Was? Hat Nagi dich hierher geschickt? Was für eine wunderbare Wendung des Schicksals. Ich weiß im Wesentlichen, was vor sich geht. Beeilen wir uns, ja? Wir haben nicht viel Zeit. Nagi braucht dieses Heilmittel. Cool, Avele kommt auch kurz vorbei. Na, dann nehmen wir das doch mal mit. Hoffentlich muss ich das jetzt nicht bis dahin schleppen, ey. Das wäre aber schon heftig jetzt. Kiste voll ab. Beeilung! So, süße Apotheke im Dorf Nier. Die süße Apotheke? Ist klar. Oh, da ist der fahrende Händler. Den muss ich gerade mal besuchen gehen. Der war früher nicht auf der Map markiert. Da musste man den immer suchen, wie blöd. Jetzt ist er markiert. Und ich musste mal ganz kurz abfrühstücken. Vielleicht hat er noch Items, die ich nicht habe, die ich noch brauche für die ganzen Kochsachen. Ich kann die Affen bis hierhin hören. Warum verhalten sich die Affen derzeit so seltsam? So, jetzt habe ich gerade hier ein Eis geschenkt bekommen. Nee, ehrlich, jetzt ohne Witz. Ich sitze hier, denke an nichts Böses und ich habe ein Eis geschenkt bekommen. Kommt auf einmal von hinten jemand, greift mich hier an. Da hast du ein Eis! Ha! Ja, ist immer schön, Neffen und Nichten zu haben, die mal ab und zu zur Eisdiele laufen. Ha. Soll ich jetzt aufhören zu streamen und das Eis essen, oder? Njam, njam. Wenn ihr das sehen könntet. Schade, dass die Kamera aus ist. Wollt ihr ein paar Witze hören? Dann braucht ihr Gari-Punkte. Kamera einschalten, Witze machen und andere Sachen. Alles auf den Gari-Punkten hier auf dem Chat. Ja, also immer followen und abonnieren, dann kriegt er viele Punkte und dann können wir hier sicherlich auch lustige Witze erzählen. So, ich weiß nicht, was das hier alles ist. Davon haben wir keinen. Das ist ein Beziehungs-Item. So, das nehmen wir einfach mal mit. So, das ist auch ein Beziehungs-Item, nehmen wir auch mit. Gold, Silber haben wir ja eigentlich immer genug. So, die Karte. Karten kann man eigentlich auch nie genug haben. Ne? Nehmen wir eigentlich auch mal alle mit. Sind wir mal nicht so. So, dann gibt es dieses Fleisch. Ja, davon weiß ich jetzt gar nicht, wie viel wir brauchen. Da müsste ich mich mal wieder drüber informieren. Da war auch was mit. So, dann gibt es hier mysteriöser grüner Beutel. Präsenz des Weltenbaums spüren. Kann ich mir nicht eintauschen. Kann ich auch nicht eintauschen. Aber Dorf Nier, die Musik. Zack. Die habe ich jetzt auch. Lied von Dorf Nier. Wie schön ist das denn? Haben wir jetzt auch in unserer Festung demnächst die Punika-Musik.
So, mit dem rohen Keilerfleisch weiß ich jetzt nicht genau, was wir da machen müssen. Das gucken wir jetzt mal. Ja, weil ich gerade hier beim Händler stehe. Ja, das ist dann immer so eine schöne Sache. Mal gucken, ob ich die Karten schon alle hatte. Ja, habe ich schon alle gehabt. Was ist das hier? Das war der Info. Machen wir auch mal gerade auf. Oh, da hatten wir jetzt aber Glück. Da haben wir nochmal so ein gutes Beziehungs-Item bekommen. Sehr gut. Okay, so, ich guck mal gerade, wofür wir das rohe Keilerfleisch brauchen. Dafür gucke ich in den Punica-Kodex. Nein, Quatsch. In den Lost Ark-Kodex. Da gibt es eine wunderschöne Seite, die uns für jeden Kontinent erklärt, wie es funktioniert. Also der Lost Ark-Kodex ist schon ganz okay, aber noch besser ist die Lost Ark-Map. Gebe ich euch auch mal hier in den Chat, falls ihr viel Lost Ark spielt und oft nicht wisst, wie es weitergeht. Ich bin nicht zu verschenken, sagt Eis. Nein, nein, du kannst auch so hier bleiben. Dich verschenken wir nicht. Du bist wichtig, wenn du hier bist. Ist doch klar. Einfach hier bleiben und genießen. Hier diese wunderschönen. Guck mal hier, die ganzen Frauen hier. Nee, was ist hier los? Du, alle sind hier. Oh, die hat sich aber warm angezogen für Punica. Hier ist das aber. Dickes Kostüm, du, das wird aber warm daran, das sage ich dir. Die anderen sind schon alle etwas besser gekleidet für Punica, für diese Hawaii-subtropische Gegend hier, muss ich sagen. Ja, also die wissen, wie es geht. Meine Güte, die ist ein bisschen zu leicht bekleidet, finde ich. Also sie gibt es auch Kostüme, die braucht kein Mensch. Nee, 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 du. Okay, wir können ja trotzdem mal weiter ranzoomen. Solange ich bei Lost Ark Map unterwegs bin. So, Punica. Also, jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit dem Fleisch hier geht. Wo ist denn jetzt der Händler? Da ist der Händler. So, dann gibt es hier dieses Raw Boar Meat. So, und das brauchen wir für Kaola Boar Barbecue. Für dieses hier. Kaola Wildfleisch Grillfleisch. So. Die Frage ist, wie viel brauchen wir dafür? Kaloa. Moment. Ich gucke nochmal genau nach, wie es geht. Wo wir jetzt einmal dran sind, ne? Kaloa. Da braucht man dann den Kodex für, da wird es besser erklärt. Das ist dann diese Seite hier, da sieht man auch, wie das Rezept so aussieht. Moment, wo bin ich jetzt? Hier. Du hast den Skin in Schwarz. Diesen hier, ja? Okay. Nee, ist klar. So, wir brauchen 10 rohes Keilerfleisch und 50 Bananenblatt. Und das Bananenblatt, riesiges Blatt im Punica zu finden, wird bei Aufsammeln, ja. Methoden zum Erwerb, das ist auch immer das Schöne, das kann man dann auch mal gucken. Besiege Monster in der Tika-Tika-Kolonie, die Affen. Genau. So, jetzt müssen wir also gucken, haben wir die 10 Fleisch, die wir brauchen? So, gucken wir doch mal gerade. Na. Die habe ich ja immer hier in dem Lager drin. Und da habe ich 2. So, dafür brauchen wir 10. Und von dem Bananenblatt hier brauchen wir 50. So. Ja, das ist für dieses Rezept. Dann brauchen wir hiervon noch 8. So, 1,6 Millionen Silber mal einfach so weg, ne? Nur zum Kochen. Von 36 Millionen. Ja, also dann hat man auch auf einmal zu wenig Geld. So, und hiervon brauchen wir jetzt noch 28. So, und die sind in der Tika-Watt-Kolonie, was hat er gesagt? Hier in der Affengasse. Ne, da sind die meistens. Ihr habt da Bock, gehen wir ein paar Affen klatschen. Diese hier zum Beispiel. Gelten die? Weiß man nicht, ne, ob die gelten. So viele Affen hier.
Ja, aber wir bräuchten auch mal wieder so ein bisschen Material. Also hier sowas, ne? Muss ich ehrlich sagen. Weil, das mit dem Material ist das Problem bei meiner Festung. Ich kann gar nichts mehr reparieren und sowas. Das Turnier war wirklich amüsant. Weil ich nie genug Material habe. Und ich brauche Material generell auch noch für alles Mögliche. Wir gucken einfach mal. Er sagt es ja nicht anders, ne? Also. Ui, und Dominik Albrecht, danke fürs Abo. Schön, dass du hier bist. Tolle Sache, dass du dich entschieden hast, dabei zu sein. Und Black is beautiful. Ja, ich finde auch, also dieses schwarze Kleid finde ich schon gut hier. Also gefällt mir auch sehr gut. Der Stab gefällt mir natürlich viel besser. Diese ganze Gebritzel und Blitze da um den Stab finde ich echt geil. So. Also die Grafik ist schon schön hier, ne, vom Spiel, das muss man ja schon sagen. Aber man müsste einfacher in diese Ego-Perspektive kommen, ja. Also es wäre schöner, wenn man jetzt noch schneller reinzoomen könnte in die Ego-Perspektive, damit man dann so wie die Kameramodus hier so mal darunter gucken kann. In dieses Tal oder so, damit man einfach auch dieses Tal mal ein bisschen mehr genießen kann oder so. Ja, das ist halt echt schade, dass das nicht so geht. Ja, wir können halt nicht weiter drehen jetzt erstmal. Es muss nochmal anders stehen. So 360 Grad drehen wäre halt auch gut in diesem Kameramodus, in diesem Selfie-Modus. Dann könnte man auch wirklich da unten mal runter gucken. In dieses Tal, wo ja diese... Okay, jetzt, also, boah, what the fish. Ich muss sagen, die Damage-Stärke hat doch extrem zugenommen. Erstens durch mein Item-Level und zweitens durch die ganzen Optimierungen, die der Kundi mit mir gemacht hat. Wie ich die einfach alle wegklopfe hier. Hätte ich ja gar kein Thema mehr. Du hast das Gewinn mit Platz. Heftig. Ach, die Bäume kann man auch noch kaputt machen. Und wir brauchen 85 Erz. Ja, das ist jetzt wieder die Gildenaufgabe, wenn man da erledigen möchte. Ist halt blöd, wenn jetzt einer vor uns läuft, der die ganze Zeit die Affen wegklopft. Das ist auch wieder nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich gemütlich meine Sachen suchen und dann die Affen wegklopfen, damit ich meine Bananenfrüchte bekomme. Aber Kundi haut uns hier die ganzen Affen weg. Okay. Kundi ist nämlich hier und hat uns mal besucht. Ja, das ist doch schön. Aber nicht das Richtige für mich, weil dann krieg ich keine Affen gekillt, wenn die hier alles wegkillst. Und ich will die Affen ja wegkillen. Ich möchte gerade nicht so viel Hilfe, weil... Und dann krieg ich keine Bananenblätter. Das wäre doof. Aber ihr seht, ne, so kann man es verhindern, ja, dass jemand die richtigen Mobs kriegt. Ja, ein paar Bananenblätter haben wir jetzt schon. Schön, dass du vorbeigekommen bist, aber lass mir bitte ein paar Affen übrig. Ich brauche die. Damit wir hier gleich auch schnell wegkommen und weiterspielen können in Plekia. Genau, da wollen wir nämlich hin eigentlich. Gibt das eigentlich was hier, die von den Bäumen zu bauen? Ne, da gibt es keine Bananenblätter für, ne? Ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal da oben. Überall sind Leute unterwegs, das ist doch doof. Tja. Ich glaube, das kann so noch ein bisschen länger sein. 25 Bananen. Blätter gesammelt in der ganzen Zeit. Boah, ich hab da doch keinen Bock drauf. Die brauchen wir bestimmt auch noch für irgendwas. Diese riesigen tropischen Früchte, die sind auch wichtig für... Ah, da kam wieder mal ein Blatt bei rum. Die tropischen Früchte sind bestimmt wichtig für... Auch so ein Kochrezept. Kann ja auch an einer Stelle stehen bleiben und immer weiter versuchen, diese... Wofür braucht man denn die süßen tropischen Früchte? Da müssen wir vielleicht auch mal drauf gucken, weil wenn die so viel tropfen, ist natürlich auch nicht schlecht, ne?
Wozu brauche ich die Blätter? Die Blätter brauche ich für dieses Koala-Wildschwein-Grillfleisch. 50 Stück davon. Mit dem 10 Wildfleisch sind das Rezept, was ich im Chat gepostet habe. Ja, im Last Ark-Kodex. Habe ich das Rezept gepostet? Ja, oben. Ein bisschen weiter oben. Glaubst du mir nicht? Ach, ich bin mal bei. Ich hab den Skin in Schwarz. Achso, deshalb bist du vorbeigekommen. Das habe ich überlesen. Ja, dann kannst du gerne nochmal vorbeikommen, damit ich deinen Skin in Schwarz nochmal angucken kann. Und die süßen tropischen Früchte, wofür sind die? Moment, ich guck nochmal im Last Ark-Kodex, wofür die sind. Tropische Früchte. Methoden zum Erwerb. Hab beim Aufsammeln. Süße, die Punika, Monster verstecken sie heimlich, um die zu essen. Gewaltige Affen. Mieten sich die Bullets. Ja. Und dann, was mache ich damit? Jesus. Infect the drop is okay. Wie viel brauchen wir denn davon? Punika Cookie. Oh, da war mal wieder ein Sammel-Item dabei. Hier droppen gut süße Früchte. Und dieses Sternlicht. Also hier ist ein guter Part für die Früchte. Steht auch so im Guide. Ja, da haben wir doch schon wieder Sammel-Items auch mal für ein Abenteuer verlieren. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht heute Punika Abenteuer verlieren machen, aber wo wir einmal hier sind, wo einmal der Händler da ist und wir gerade so hier einiges machen. Versuchen wir das jetzt mal durchzuziehen gerade, ja. Bananenblätter, erst 29, brauchen wir noch 21 für 26 Früchte. So, wofür brauchen wir die dann? Wenn die Früchte nur schon mal nachdenken. Die gehen gerade gut, ich weiß nur nicht, wofür wir sie brauchen. Rezepte. Da, Punika Westerwald. Wir brauchen 100 Kräuter, 700 Früchte. Fürs Punika Festival Gericht. Hierfür. 700. Ah, die wollen mich doch schwer. Also das, was wir hier gerade machen, müssen wir jetzt noch. Lass mal gucken gerade. Wir haben noch nicht mal 70, ja. Das haben wir. Wir haben jetzt die Hälfte. Wir haben 5%. Das müssen wir noch 20 mal so lange machen. Also die Zeit, die wir jetzt verbracht haben, noch 20 Mal. Nö, ist klar. Ja, dann machen wir nicht. Also die süßen Früchte, die müssen jetzt erstmal wegbleiben. Dafür ist sie nicht wichtig genug. Hier bin ich noch nicht beim Abenteuer verlieren. Können wir vergessen. Wir suchen weiter Bananenblätter. Ja, die sind nicht so schwer. Dafür brauchen wir nur 50. Da können wir uns jetzt noch schön mit beschäftigen, wenn wir hier in der Gegend rumlaufen. Mal 700. Leider geht's nicht. Die Quelle ruft gerade. Okay, ich krieg einen Free Bell. Ja, aber verstehe ich jetzt nicht. Du hast doch bestimmt diese Woche schon geradet. Warum gehst du denn da nochmal rein? Kriegst du denn dann noch Upgrade-Items oder kriegst du nochmal das Gold oder machst du das einfach mit dem fünften Charakter jetzt? Oder hast du noch diese Woche gar nicht geradet? An Kundi jetzt die Frage. So schnell sind die Viecher nicht platt in den letzten paar Wochen. Ich muss schon sagen, das hat sich echt verbessert durch die ganzen
Item-Level und die tollen Skill-Verbesserungen und so von Kundi. Das geht ja hier zu dick gerade immer weiter. Das Affenblatt ist halt so selten und dann auch diese Sammel-Items sind halt auch selten. Ja? Davon haben wir hier 2 Stück bekommen heute. Wir könnten auch mal ein paar mehr von 63% kommen. Wenigstens Händlergilde von Lailai. Wenigstens die 70% muss doch möglich sein. Also jetzt über Sammel-Items meine ich, ne? Aber, oh, Platin-Feld. Naja gut, das ist was ich am wenigsten mache. Diese Handwerksfelder. Also es gibt ja viele Sachen, womit man sich beschäftigen kann, aber die Handwerksplatinfelder. Ich rede 6-mal Brell, also mit 6 verschiedenen Charakteren, ja? Ich finde es super interessant. Wie man das, wie man die Geduld dafür haben kann. Ich habe die Geduld nicht. Ich habe einfach diese Geduld, ja, sowas immer wieder zu wiederholen. Also diese. Ich weiß, man macht das für seine verschiedenen Charakter, für seine verschiedenen Items, Rüstungen. Ne? Den Sinn verstehe ich, aber ich habe die Geduld nicht. Aber du weißt ja, ich spiele ja auch viel zu viele Spiele. Das kann ich auch gar nicht machen. Ach, selbst wenn ich nur ein Spiel spielen würde, ich glaube, ich hätte einfach die Geduld nicht. Was hat mich das früher genervt, wenn man bei Herr der Ringe manche Raids machen musste, Hillekopf oder so. Und dann sind die Sachen nicht gedroppt, die man brauchte. Und dann ging man wieder in den Raid und wieder in den Raid, bis dann irgendwann die Sachen alle gedroppt sind. Boah. Bei ESO haben sie ja ein ganz schönes Prinzip mittlerweile gemacht. Da haben sie es ja so, dass nicht die gleichen Items droppen, egal wie oft du rein bist. Ja? Also es droppen immer genau die Items, die du noch nicht bekommen hast in einem Verlies. Das ist halt mal eine Logik, die finde ich ziemlich cool. Also irgendwie merken sich die Dungeons bei ESO, okay, das Item hat der schon mal bekommen, das kriegt er jetzt nicht noch mal. Ja, damit man dann auch wirklich irgendwann die Chance hat, jedes Item, was man da raus haben will, aus dem Dungeon auch zu bekommen. Das kann natürlich sein, dass du dann 4-mal reingehst und 4-mal das Falsche kriegst. Aber beim 5. oder 6. Mal hast du dann halt immer höhere Chancen, weil das Dungeon dir nicht nochmal die gleichen gibt, die du vorher schon hattest. Das finde ich eine coole Sache. Re-clear. Okay. Ja, selber Raid, aber verschiedene Charakter. Also braucht man unterschiedliche Skills. Ja, da hast du recht. Okay, das ist. Ja, okay, das ist. Ja, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Stimmt. Ja, da hast du natürlich recht. Ja, mit einem Tank. Jetzt zum Beispiel durch einen Dungeon oder einen Raid zu laufen. Das ist ja was ganz anderes als mit einem Heiler. Das ist halt wirklich, ja okay, das ist mal eine interessante Herangehensweise. Und auch die DDs haben ja unterschiedliche Skills. Ja, schon okay. Ja, da bin ich halt dann auch zu schlecht für. Also ich kann nicht tanken. Ich krieg nicht hin die richtigen Skills, damit der Bob bei mir bleibt. Ich krieg nicht hin, den Mob richtig zu stellen. Ich krieg's nicht hin, meine Rüstung zu aktivieren, wenn der Mob richtig zuschlägt. Ich krieg die Attacke nicht von den anderen Spielern. Also ich habe so viele Probleme beim Tanken. Also einen Heiler kriege ich noch gerade so gespielt, wenn ich mich 1000-fach konzentriere. Und dann wirklich mich genau konzentriere, was muss ich jetzt heilen, wo genau hat wer wieder zu wenig Leben und... Aber da muss ich mich auch schon extremst konzentrieren. Aber bei dem Dings,
Also bei einem Tank? Nee, keine Chance. Richtig. So, haben wir dann jetzt langsam die 50. Müssten wir doch langsam. 37, noch 13 Stück. Oh, wir sind auch schon bei 123 Fisch von 700. So, okay. Geht ja doch irgendwie voran. Die Früchte kommen jetzt schon zusammen, muss man ja sagen. Wenn wir so weitermachen, dürften wir 200 Stück vielleicht sogar haben, wenn wir die 50 Bananenblätter haben. Dafür müsste ich natürlich auch dagegen. Ups. Dafür müssen wir bei den Gorillas hier killen, weil diese aggressiven hier, die geben diese süßen Früchte. Diese Paviane statt die Gorillas. Diese hier. Die geben die Früchte. Ah, seht ihr. Darum muss man. Da wo diese Named Gorillas stehen, da sind auch immer diese mit den Früchten dabei. Okay, die anderen scheinen das auch zu droppen. Der hier ist gut. Ne? Hier stehen drei von diesen und da kriegt man auch sehr viele Früchte. Seht ihr das? Zack, zack, zack. Da fehlen zwar die Mandanenblätter, aber. Ist alles wichtig. Ne? Die Koch-Items braucht man, um weiterzukommen. Ist halt so. Und dann ist hier jetzt auch wieder ein anderer Spieler unterwegs. Das ist, auch nicht immer. Das ist halt dann auch immer so ein Problem, ne? Wenn man die dann farmen will, wird oft auch auf weggefarmt. Aber es ist doch noch mal 2 bis 3 von den Früchten. Bei den Bananenblättern ist es schlecht. Die droppen immer nur einzeln. Oh gut, aber wir kommen voran, das ist die Hauptsache. Gleich sind wir im Pleck hier unterwegs. Spiel Pala, einfachste Klasse. Ja, habe ich. Pala spiele ich. Hä? Ich nehme alles zurück. Spiel Pala, einfachste Klasse. Eine Sekunde später, ich nehme alles zurück. Hä? Verstehe ich. Erläutere mir deine Argumentationskette. Achso, du bist gerade gestorben als Pala, ja? Okay. Okay, jetzt verstehe ich deine Argumentation. Ja, dann ist er wohl doch nicht so einfach. Okay, das war jetzt mal gar nicht so schlecht. Da war sogar mal ein blaues Item hier, Sammel-Item-mäßig. Noch 9 Bananen. Und dann sind wir durch, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Gleich seid ihr von den Affen befreit. Diese Frau, die da was von Alkohol sagt, das sind halt die, wo man dann mit Alkohol reinkommt in die besonderen Gegenden. Ne? Da sind immer so kleine Verstecke für die Kokosamen. Da müssen wir immer diesen besonderen Alkohol schon von dem Gebiet freigeschaltet haben. Ist auf jedem Kontinent so. Ich weiß auch nicht, warum die sich überlegt haben, in die Geheimgebiete kommen nur Alkoholiker, aber gut, wenn das die Logik hier ist im Spiel, warum nicht? Oh, das gab aber mal jetzt hier einen Haufen Bananenblätter, du, jetzt sind wir gerade gut ausgerüstet worden. Hier bleiben wir aber in der Ecke, das ist aber gut, die Ecke. Urk, urk. Wir haben einen interessanten Erfolg abgeschlossen, nämlich... Vernichte 50 bananenwerfende Affen. Titel Banane, wenn wir noch davon nochmal genau die gleiche Anzahl killen. Wir brauchen ja auch diese Früchte hier. Dann kriegt man also Banane als Titel. Na gut, Banane Gary, warum nicht? Ich bin gerade am Trinken. Mein Eis schmilzt. Nein, ich habe mein Eis vor lauter Laberei vergessen. Oh Gott, wie dramatisch. Oh,
Hier ist aber echt eine schöne Ecke. 50 Erbens. So, Leute. Von heute. Das war's. Versuche ich mal gerade kein Akku zu kriegen, damit ich ins Dorf kochen kann. Ja, okay. Ja, nein, gehen wir mal ins Dorf. So. Und jetzt ab ins Dorf. Zack. Zack, zack. Schnell, schnell. Was denn? Wo ist denn nochmal? Man kann ja nie porten, wenn Mobs. Oh, das hat sich aber gelohnt, noch der eine Mob. Es ist nicht zu glauben. Man muss eigentlich woanders hin, wo keine Mobs spawnen. Problem mit denen. Die kommen so schnell wieder, dass man gar nicht wegporten kann. Und komm jetzt aber zack. Und da ist er. Und. Oh, das war knapp. Habt ihr gesehen? Der Affe war wieder da. Wollte gerade zuschlagen. Boah, das war eine knappe Geschichte jetzt. Überlebt. Lecker. Mit Keks. Du musst nur die Identity generieren, so schnell wie möglich und immer an Aura drücken. Ja, hauptsächlich nicht anstrengend. Identity generieren hört sich immer gut an. Was ist denn das schon? Perfekt, genau rechtzeitig. So, die Heilmittel sind da. Wir werden die Patienten behandeln können, bevor die Dinge aus dem Ruder laufen. Hier, Gariane, verabreiche dem Patienten das Heilmittel. Sehr schön. Jetzt können wir die hier alle ein bisschen gesunder machen. Okay. Danke. Okay, die hört sich wirklich gesunder an, die eine jetzt nicht so wirklich. Ja, das ist ja so ein Frauenkontinent, ne? Ich weiß gar nicht, was mit den Männern passiert ist. Das kam irgendwie in der Geschichte auch nicht so richtig rüber, was mit den Männern passiert ist. Oder habe ich das verpasst? Ich glaube, nur der Sänger ist ein Mann. Bist du fertig? Schauen wir mal. Viel ruhiger, keine Anzeichen von Krämpfe. Gut, die Kontamination beginnt zu verschwinden. Jetzt müssen wir warten, bis sie genesen sind. Dann wird Punika offiziell frei von der Kontamination sein. Du bist eine unglaublich talentierte Heilerin. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Du warst eine große Hilfe. Ich habe eine mehr als ausreichend große Menge an Heilmittel bestellt, damit wir im Fall der Fälle auch mit mehr Patienten fertig werden. Ich kann dir gar nicht genug danken. Puh, jetzt bin ich erschöpft. Ich muss wirklich angespannt gewesen sein. Wow, das nenne ich mal ein Heilmittel. Ich würde mal sagen, meine Reise hierhin war die Mühe wert. Jo, danke Avil dafür. Ich muss dir sagen, es war nicht gerade erfreulich, dass die erste Nachricht, die ich seit einer Ewigkeit von einer alten Freundin erhalten habe, lautete: Schick eine Probe des Heilmittels, stelle reichlich davon her und bringe es. Aber so konnte ich Gariane wiedersehen. Ich denke, damit sind wir quitt. Quitt mit zwei T, ist das auch so? Ja, ne? Okay. Ich wusste nicht, dass ihr euch kennt. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie ihr euch zum ersten Mal begegnet seid. Ach, die ist schon eifersüchtig. Apropos, wie wär's mit einer Pause? Wow, klingt nach einem großen Abenteuer in Vern. Was soll ich sagen? Es wird nie langweilig. Oh. Du bist schon eine echte Abenteurerin, oder? Oh. Oh, hey! Ja, nur verträgt sie nicht so viel. Aber dafür ziemlich gut tanzen. Aber dafür ziemlich gut tanzen. Oh Gott. Da stand einer bei Amazon im Synchronstudio in einer Cutscene und sagt, aber dafür ziemlich gut tanzen. Ja? Dafür verträgt sie aber nicht so viel, aber dafür ziemlich gut tanzen. Was ist das denn für ein Deutsch, Leute?
Welche Synchronstudios haben das Ding denn hier übersetzt? Sie verträgt nicht so viel, kann aber dafür ziemlich gut tanzen. Oder aber dafür kann sie gut tanzen. Oder dafür kann sie aber gut tanzen. Aber ja, dafür kann sie aber gut tanzen, wäre der richtige Satz gewesen. Was war das jetzt gerade für ein Satz? Da kriegst du eine Katze hin, wo die Sprachausgabe total bescheuert ist. Also, natürlich kann ich gut tanzen, ganz davon abgesehen. Alles in Ordnung? Brauchst du etwas, damit es dir besser geht? Ich habe von Avel ein Heilmittel gegen Kater erhalten, falls du es möchtest. Mir geht's gut, Stärke 270. Dich kann so schnell nichts erschüttern, nicht wahr? Ich danke dir wirklich. Ich habe tough und selbstbewusst getan. Was? Ich habe tough und selbstbewusst getan. Aber es wäre wahrscheinlich nicht so reibungslos verlaufen, wenn du nicht gewesen wärst. Wenn sich der dämonische Wahnsinn in Punica ausgebreitet hätte, wäre das Fest noch im vollen Gange. Während das Fest noch im vollen Gange war. Brrr, daran will ich nicht einmal denken. Du hast uns sehr geholfen, Punica zu retten. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, können wir hoffentlich gemeinsam reisen. Es ist unwichtig, ob es nur ein Picknick oder eine lange Reise ist. Ich bin mir sicher, dass ich glücklich sein werde, solange ich mit dir zusammen bin. Und hör mal, nur unter uns. Versprich mir, dass du dir für mich Zeit nehmen wirst. In Ordnung? Aber ich muss doch noch Avele. Das geht doch nicht. Zack und fertig. Haben wir die Beziehung auch mit ihr jetzt schon vorangetrieben. Sehr schön. Jetzt könnten wir ihr natürlich Geschenke geben, aber nein, wir sind noch in anderen Kontinenten für die Beziehung unterwegs. So, dann gab es noch was von der Markt. Ja, da hat einer das Buch gekauft und das andere Buch auch. Nochmal ein paar Goldstückchen. Sehr schön. Und jetzt können wir gezeichnete Erinnerung weitermachen in, zack, Plekia. Ja, wir sind ja hier auf dieser Insel gerade. Das ist so im Moment unser Kontinent mit 1475, den wir jetzt spielen. Ja, und dann möchten wir bald nach Voldis mit 1520. Jetzt geht's also nach Plekia weiter. Hier muss ich übrigens noch viel mit Erlin und Trier reden. Das muss ich noch machen. Darum habe ich das gut markiert. Aber demnächst so. Nur wo ist jetzt der Kochtyp? Wir hatten da ja noch was mit Kochen. Hier unten da glaube ich Kochen oder so. Ne? Ich muss gerade mal gucken, wo der Koch steht.